bin mega, mega happy, dass ja, so viele nachher noch mitgemacht haben. Sogar heute Morgen kamen noch Posts von Frauen, die endlich mal ein Bild und einen Text von sich gemacht haben. Und die allererste war die Marie gestern und es hat mich riesig gefreut, weil ich die Marie überhaupt nicht kenne. Und sie, die erste war, die quasi aus dem Nichts sich gezeigt hat mit einem wunderschönen Foto, mit einem wunderschönen Text. Und das ist ja meine Inspiration, dass ich möglichst viele Leute dazu inspiriere, wahrzunehmen, wer sie wirklich sind, wozu sie hier sind, was sie alles bewirken sollten. Also im Sinne von Sinn des Lebens. Die Gudrun kenne ich ja schon, bin aber auch froh, dass sie immer wieder auftaucht und sich immer wieder zeigt. Und genauso die Ursula. Also es geht nämlich darum, nicht aufzuhören, nicht einmal anzufangen und zu sagen, ja, jetzt habe ich mich mal gezeigt und jetzt verstecke ich mich wieder, sondern im Gegenteil, jetzt zeige ich mich und jetzt zeige ich mehr von mir und ich zeige mehr von mir und ich weiß, dass alles so wunderbar und so schön und geliebt von mir ist, dass es wert ist, gezeigt zu werden. Und diesen Mindset kriegen wir natürlich als Kinder nicht mit. So sind wir nicht aufgezogen. Wir sind mehr so aufgezogen, sei ruhig, sprich nicht so laut, sei nicht aufdringlich, setz dich in den Hintergrund und bla bla bla. Oder? Was sagt ihr dazu? Oder seid Ja. ihr anders Ja. konditioniert worden? Aber es ist noch lustig, wir haben hier noch die Heidrun, die es jetzt geschafft hat. Hallo Heidrun, sag Hallo, hallo. hallo. Die Heidrun hat uns gestern mit einem wunderbaren Song beglückt von sich. Also es war eine mega Überraschung, wir haben mich super, super riesig gefreut. Danke. Ja, Gerne. danke. Ja. Und dann haben wir noch die Mürribet, wenn sie sich jetzt hier mal in die Position bringt. Die kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Das ist die, Hallo. hallo, Hallo. unsere So. türkisch-österreichische Vortonerin, gerade für die türkischen Frauen, sage ich mal, mittleren Alters etwas, was so, so wichtig ist. Aber es ist egal, wer wir sind, woher wir kommen. Wir sind alle einzigartig und wir dürfen es jetzt erfahren bis ins letzte Glied und dass wir auch hier so wichtig sind auf dieser Welt. So wichtig mit allem, was uns ausmacht. Und mag euch vielleicht kurz die Runde geben. Ich habe jetzt hier diese fünf Ladies ausgewählt für heute, für das Divine Creation Life Coaching, um hier zu sehen, wo da noch so ein paar dominante Fehlüberzeugungen uns davon abhalten, ins Leben rauszugehen und die Dinge einzusammeln, die wir gerne hätten und auszuteilen, was wir auch gerne austeilen würden. Magst du schnell anfangen, Gudrun, mit ein, zwei Sätzen, was du machst, was dich bewegt? Ja, ich verfolge dich ja schon seit einiger Zeit und bin immer wieder super inspiriert. Mache meine Übungen, ja, und merke, dass ich, wie du das in einem Video sehr schön beschrieben hast, diesen Zickzackkurs gehe. Dann funktioniert es eine Weile, ich bin ganz in meinem Element, ich bin in meiner Kraft und dann kommen die ganzen alten Überzeugungen, die seit Jahrzehnten da sind, die eine unglaubliche Vehemenz und Kraft haben und die mir natürlich dann einreden, das ist Illusion, das steht dir nicht zu, das wird nicht funktionieren. Und das hat einen solchen Sog, der einer unglaublichen Geschwindigkeit mich wieder auf den alten Boden zurückbringt, dass ich dann wieder lange Zeit brauche, um mich rauszuschwimmen, um mir das zu, ja, zu gönnen, um mir das die Erlaubnis zu geben, wirklich die Erlaubnis zu geben, in diese Kraft wieder hineinzukommen und ja, in diesem Vorwärts- und Rückwärtsschwimmen befinde ich mich, aber insgesamt habe ich das Gefühl, so Schritt für Schritt
mir immer mehr die Erlaubnis zu geben. Aber ich brauche einfach noch ein bisschen Übung und immer wieder deine wunderbaren Inspirationen. Super, danke schön. Who's next? Marie, die gestern so schnell reagiert hat. Und erzähl mal, was hat dich dazu bewogen zu sagen, ja genau, diese Chance packe ich jetzt. Also, ich würde mal sagen, dass ich schon ganz lange auf der Suche so für mich bin, weil ich merke, das stimmt alles so nicht und das hat nichts mit Leben zu tun. Und seit dem 29.11., schon ein paar Tage davor, habe ich mir das Buch Ein neues Ich geholt und bin seitdem ganz, ganz stark so in dieser Arbeit und es passiert wahnsinnig viel. Und zu dir bin ich gekommen über diese Meditationserklärung von der Atmung, die du auf YouTube hast. Und das hat sowas aufgebrochen bei mir. Also das war schon wieder so ein Schritt in die absolut richtige Richtung. Und ja, dementsprechend, ich bin halt darüber auf die Gruppe, auf dich gestoßen hier auf Facebook. Und ja, gerade gestern wurde mir bewusst, dass ich bin, es ist wahnsinnig viel passiert, auch wirklich mystische und Dinge, die sich einfach wahr angefühlt haben. Aber ich merke ganz stark, dass ich mir meine eigene Verbundenheit, mir mein eigenes Fühlen, mein Herzraum, dass ich mir das überhaupt nicht zugestehe irgendwie. Ich weiß auch nicht, an welcher Schraube ich da drehen kann. Aber genau deswegen bin ich heute hier. Ja. Cool, vielen, vielen Dank. Heidrun, darf ich dich bitten? Wir kennen uns ja auch noch nicht. Du hast mich gestern so schön überrascht. Ja, also ich kenne dich schon, aber du mich nicht. Es ist so witzig, weil ich den Vorrednerinnen jetzt zugehört habe und es ist so, fühlt sich für mich so an, als hätte ich das gesagt. Also ich kann das total nachvollziehen. Mir geht es sehr, sehr ähnlich wie euch. Bei mir hat es genauso angefangen wie bei der Marie. Also ich beschäftige mich mit Joe Dispenza seit einem halben, dreiviertel Jahr und ich bin auch auf dich gestoßen durch diese Atemerklärung. Genau, und dann habe ich immer wieder, ich glaube fast täglich oder alle deine Inputs immer wieder geschaut oder deine Lives. Und irgendwann habe ich mich ertappt, ah, heute kommt die Patrizia wieder um 9 Uhr. Jetzt muss ich meine Kopfhörer suchen, weil ich habe einen kleinen Sohn und mit dem spielen. Und dann habe ich dir immer nebenher zugehorcht. Und das war dann irgendwie schon total wichtig für mich. Und ja, so bin ich bei dir gelandet. Und ja, ich mag deine Inputs, ich mag deine ehrliche Art. Es, ja, passt einfach für mich total. Bei dir. Ich höre dir gern zu und ja, darum bin ich da und habe gestern einfach mal ein Liedchen gepostet, weil ich mir gedacht habe, die Message passt einfach gut. Unbedingt. Also wer das Lied jetzt noch nicht gehört hat, muss einfach die Heidrun eingeben. Also reicht schon Heidrun. Wir haben, und dann seht ihr schon gleich dieses Lied, das sie gepostet hat. Selber geschrieben, oder? Auch und alles. Alles Ja, von ihr. selber geschrieben. Klasse. Genau, und für mein großes Thema ist eben jetzt in diesem Ganzen, dass ich ein Schisser bin. Also ich würde das gern auf Facebook posten, also so richtig offiziell. Und ich merke einfach, dass ich so für mich als Mensch mir mehr Mut wünsche, einfach rauszugehen mit dem, wer ich bin, was ich kann, was ich mache. Es war für mich eine Riesenüberwindung, dieses Lied online zu stellen. Das ist das erste Mal. Ich habe das noch nie gemacht. Obwohl Bravo! ich schon 40 Jahre Einfall! alt bin. Das Danke. ist so wichtig. So Ich wollte wichtig war mir das, ja. sagen, so wichtig ist es, dass man es einmal macht, weil wenn du es einmal machen kannst, dann kannst du es immer wieder machen. Und Okay. das darfst du nie vergessen, dieses Gefühl. Und jetzt bist du hier mit Bild, mit Video. Ja. Da haben andere Jahre gebraucht. Und du hast es von gestern auf heute umgesetzt. Also große, große Anerkennung für dich selber auch, einfach eine Entscheidung zu treffen, durchzugehen, es zu machen, es umzusetzen und nachher zu merken, wow, ist ja klasse.
Ja, genau. Es ist, die Welt steht noch immer, gell? Genau. Trotz allem, die Welt steht noch, habe ich mir dann gedacht. Super, es ist nichts Schlimmes passiert. Genau, und das Wichtige ist auch, du wirst sehen, die Leute sind so dankbar, dass wir jetzt hier sind, dass nicht nur ich mich hier zeige, sondern dass ihr auch da seid. Und es gibt jedem immer Mut. Alles, was du tust, wo du dich überwindest, wo du einen Schritt durchgehst, weitergehst, ermutigt andere, macht die Welt mutiger. Ja? Das dürfen wir wissen. Jedes Mal, wenn wir etwas überwinden, haben wir das für alle mit überwunden, ein Stückchen mehr. Mhm. Und das macht so viel Sinn, oder? Das ist für mich eine große, große Motivation auch zu sagen, es geht hier nicht nur um mich alleine, sondern es geht darum, was ich in die Welt bringe. Mhm. Und ihr auch alle. Ja, die liebe Ursula, die war auch schnell. Ja, nichts anderes zu tun, als auf Facebook zu scrollen. Ne? So ist es. Ja. Ja, wir kennen uns ja auch schon länger und durch dich bin ich ermutigt worden, zur Vorturnerin zu mutieren. Das war bei mir so große Learning, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich immer so ein bisschen rumgekrebst bin und dachte, was soll ich denn tun und wie soll es denn gehen? Und für mich war der Schlüssel dann einfach vorauszupreschen. Und das heißt, das war nicht einfach, sondern eben das zu lernen, das zu tun und die ganzen Bedenken, die das Gehirn mir dann immer zuwirft, dann auch wieder beiseite zu ziehen. Und ja, und auf dem Weg bin ich jetzt. Und nochmal jetzt was anderes zu dem Lied von der Heidrun. Ich fand das so toll. Ich habe echt gedacht, das ist so höchst professionell und du wärst da längst überall bekannt, nur ich hätte noch nichts von dir gehört. Also ich finde, das solltest du unbedingt, also der Inhalt, das ist super klasse. Also finde ich jetzt schon erstaunlich fast, dass du dich nicht traust, das zu posten. Ja. Ja. Danke dir. Ja, bitte, bitte. Das musste gerade raus. Da seht ihr, ja. wie wichtig das ist, ja, wie wichtig das ist, dass wir tatsächlich uns bewusst sind, dass wir für andere Leute Geschenke haben, dass wir Geschenke für die Welt haben. Und auch, wir sind uns meistens überhaupt nicht bewusst darüber. Und du, Ursula, du hast ja jetzt auch wirklich, ich kenne, weiß ich nicht, sicher schon 20, 30 Versionen von dir. Ja. Und das ist auch so ein wichtiges Wissen, ja, dass jede Version steckt in uns. Es stecken unendlich viele Versionen von uns in uns. Und wir dürfen uns entscheiden, mit welcher Version wir uns gerade gut fühlen. Und das finde ich bei dir, das ist so ein tolles Beispiel, eine Vision. Das ist wie so eine Blume. Erst eine kleine, dann eine größere und dann irgendwann mal ein Blumenstrauß, ja. Und so toll. Und gerade auch diese Beispiele zu zeigen, ist so, so wichtig. Und die Ursula hat auch schon eine Facebook-Gruppe angefangen, wo sie die Leute inspiriert zum Glücklichsein. Richtig? Wie heißt die Ursula? Glückspower. ja, wie heißt sie eigentlich? Ich war jetzt schon länger nicht mehr drin. Es geht um die Glückspower und dass wir das jederzeit in der Hand haben, uns immer glücklicher zu machen und dass wir da nicht aufs Außen warten sollen, sondern dass es so schön ist und so leicht und so easy, das selber zu machen, dass es einfach nur ist, dass wir das eigentlich immer wieder vergessen, wie das geht und dass es geht. Da möchte ich also gerne in meiner Gruppe dran erinnern. Und ja, mein Thema ist übrigens, dass ich immer meine, ich hätte keine Zeit für nichts. Also die Gruppe zu betreiben und Kurse anzubieten. Und ich habe ja jetzt geschafft, auch dank dir, dass ich jetzt meinen Sekretärinnenjob jetzt aufhöre, dass ich da jetzt im Umbruch bin, wo ich jetzt 13 Jahre war. Es ist ein Riesending gerade für mich und das hat mich immer sehr blockiert und jetzt merke ich, dass trotzdem in mir immer irgendwas ist.
ich habe keine Zeit. Ich kann das jetzt nicht machen, weil ich habe keine Zeit. Es fällt mir so schwer, die Dinge in so kleine Scheibchen zu schneiden und das nacheinander zu tun. Sondern es bricht immer alles über mich rüber, ist alles viel zu viel und ich tue es dann nicht. Hm. Das ist halt noch dein altes Sekretärinnen-Ich, oder? Die hat immer so viel zu tun. Ja, genau. Und sie hat immer zu wenig Zeit und zu viel zu tun. Ja, genau. Ja, da seht ihr mal, das ist ein ganz gutes Beispiel, dass diese Überzeugungen, die sind so tief in einem drinnen und das hat nichts mit dem Außen zu tun. Also wenn ich dich jetzt frage, wenn du in Urlaub gehst, wie lange brauchst du, bis du merkst, du hast nichts zu tun und du hast tatsächlich Zeit für Urlaub? Ja, wir haben eine kleine Umstellungsphase, ne? Also ein paar Tage schon. Und dann bist du aber eine andere, oder? Ja. Und an die darfst du dich jetzt erinnern. Die vom Urlaub, die sich so fühlt wie im Urlaub, die nichts zu tun hat, so darfst du dich immer fühlen. Wir leben in einem bedingungslosen Universum. Wir dürfen uns entscheiden, wie wir uns fühlen. Und nachdem du ja schon weißt, wie sich das anfühlt, wenn du im Urlaub bist, hast du ja da schon eine emotionale Vorstellung. Aber da kommen wir nachher noch drauf zurück. Das hat jetzt nur gerade gepasst. Ich wollte jetzt noch die Mürivetschna sich vorstellen lassen. Hallo, ich bin Mürivet. Ich bin seit 6 Jahren in dem Weg, habe vieles gemacht, Lebens- und Sozialberaterin, NLP-Trainerin. Und seit 1,5 Jahren circa schaue ich mir die Patricia an. Und ab Jänner habe ich mit ihr Coaching gehabt. Und seitdem verlasse ich sie nicht, weil sie hat mich dazu inspiriert. Ich habe Tag und Nacht Videos angeschaut, wie soll ich Coaching machen, wie soll ich reden, bla bla bla. Oder hat gesagt, du darfst authentisch sein. Weil es ist nichts weitergekommen dadurch, dass ich nur Videos angeschaut habe und mich innerlich noch schlecht gefühlt habe. Und nachdem ich mit dir Coaching gehabt habe, habe ich mich einfach in Facebook erste Video gemacht. Zeigt euch, hat sie immer gesagt. Und da erste, da ab, wie heißt das, mit dem Pandemie, erster Tag im Lockdown. Lockdown. Ja. Die Leute einkaufen und da habe ich gesagt, jetzt reicht's, jetzt will ich raus, jetzt will ich meine Meinung sagen dafür. Und da habe ich begonnen, dann ist das nachgekommen. Und jetzt hast du auch eine Facebook-Gruppe? Genau, Facebook-Gruppe, wo ich immer wieder YouTube... Aber dazu muss man Türkisch können, weil es ist für die türkische Frau, richtig? Genau, ich mache auch. Aber vielleicht hört es einer. Sag mal, wie sie heißt auf Türkisch. Mutlu ilişkiler atölyesi. Und auf Deutsch? Glücklich sein Atelier. So auf die glückliche Beziehungsatelier. Genau. Okay. Das habe ich noch nie ausgesprochen in Deutsch, danke. Glückliche Beziehungsatelier, genau. Genau, und du wendest dich hauptsächlich eben an türkische Frauen. Genau. Zwischen 30 und 70, sagen wir mal so, oder? Wie viele Leute hast du mittlerweile in einer Facebook-Gruppe? Jetzt, die 2 Wochen sind gestiegen, über 300. Es war im Sommer noch, ja, im April habe ich begonnen. Es wächst immer mehr, wird immer mehr, ja. Und kannst du sagen, dass je mehr du wächst, auch diese Gruppe wächst? Genau. Je mehr ich meine Abhängigkeit loslasse, wächst das. Oder ja, meine, wo ich bin immer eine Person, die dich zum Schluss immer zusammenhaut, egal was passiert, ich bin immer die Schuldige. Und das sehe ich jetzt mittlerweile, wo meine Haken sind. Und dank dieser Woche mit dir jeden Tag habe ich wieder was entdeckt, sogar heute was entdeckt. Also das, was ich mit euch mache oder jetzt gemacht habe diese Woche,
Das mache ich jeden Tag mit mir. Also es ist für mich kein Unterschied, ob ich das jetzt mit euch mache und live gehe. Das ist wirklich etwas, was ich die ganze Zeit mit mir bearbeite. Also ich bin permanent am Selbstcoaching, weil ich weiß, und das ist ganz, ganz wichtig, eines der allerwichtigsten Dinge zu wissen, meine Gedanken, meine Überzeugungen, das, was ich glaube, das kreiert. Ja. Und das eben diese Überzeugungen, das ist ganz wichtig. Ja, wir haben ja, ja Gedanken, Gedanken, Glaubenssätze, die man drehen muss in ganz, ganz vielen Teachings, oder? Aber es sitzt viel tiefer. Es sitzt in den Überzeugungen, in diesen ganz festen Überzeugungen, wie Dinge funktionieren und was ich zu tun habe, damit Dinge funktionieren. Wer ich denn sein muss, damit Dinge funktionieren. Und diese Überzeugungen bringen uns dazu, die Dinge zu tun, die wir tun. Ja, und deswegen ist es so, so wichtig, auch ihr habt vorher gesprochen über Dr. Joe Dispenza und so weiter und so fort. Dieser Moment, wenn wir in seinen Meditationen in den Raum gehen, wenn wir okay sind damit, keine Überzeugung mehr zu haben, wer wir sind, wenn wir da okay sind, einfach mal niemand zu sein und nichts zu sein. Das ist eben dieser kleine Moment, von dem wir mehr brauchen, wo wir einfach sagen, ich kann alles loslassen. Es ist gähnende Leere in meinem Universum. Da gibt es keine Stories mehr, da gibt es keine Geschichten mehr, da gibt es keine Ansichten mehr, nichts. Und diese gähnende Leere nützt er ja in seinen Meditationen, um dich mit gewissen Energien, mit gewissen Vorstellungen zu verbinden. Aber du merkst auch selber, wie seine Meditationen so geführt sind, dass in deinem Hirnchen selber was abgeht. Und das, was in deinem Kopf abgeht, das ist eben dieses Wichtige. Das ist das Wichtige und das muss, sage ich mal, trocken geübt werden. Das, diese trockene Klarheit musst du haben, damit du diese Meditationen auch nützen kannst, damit sie wirklich Effekte bringen. Weil der Tag ist nicht nur die Meditation, sondern dein ganzer Tag, du kreierst immer, ja, wir kreieren immer. Wir sind göttliche Wesen. Und alles entsteht aus uns heraus. Ich habe das ja schon oft jetzt auch diese Übung gemacht und mache auch immer wieder Videos. Und je mehr ihr euch damit auseinandersetzt, desto mehr könnt ihr das wirklich annehmen, dass alles, was ihr wahrnehmt, nur aus euch herauskommt. Habt ihr da noch mit dem, das ist wichtig, hat da jemand noch von euch so ein bisschen ein Problem? Sagt, hä? Nee? Da draußen gibt es ein Eigenleben und dieses Eigenleben hat Einfluss auf mich. Gar nicht. Das ist ein Gefühl, das wir haben, ja? Weil wir sind so konditioniert, draußen zu schauen, was los ist und dann zu sehen, was wir zu tun haben. Ja? So sind wir konditioniert. Was gehört gemacht und wie kann ich es am besten machen? Was verlangt das Leben von mir? Ja, schon allein die Frage, was verlangt das Leben von mir? Heißt ja, du gehst davon aus, dass das Leben was von dir verlangen kann. Und so gehen wir durchs Leben. Was verlangt das Leben? Was brauche ich? Ja, jetzt zum Beispiel bei der Heilung. Was muss ich denn alles leisten und liefern, damit ich gut genug bin, um mich mit meiner Musik zu präsentieren? So. Die Antwort ist nix. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, weil du stellst dir ja vor, was du leisten und liefern musst. Da ist niemand außer dir, der diese Vorstellungen unterhält und aktiviert. Da kommt niemand und sagt, so, du musst so und so und so und so machen.
Das ist deine Vorstellung. Das ist allein deine Vorstellung, wie jemand zu sein hat, wenn er mit Musik erfolgreich sein möchte. Weil man, und auch hier, weil du selber, andere beobachtet hast, wie sie es machen und Rückschlüsse ziehst. Mhm. Aber auch das, was du wieder, es sind deine Rückschlüsse. Es ist dein Rezept. Ja? Wir haben alle das Rezept für unser Leben uns selber zusammengekocht. Wir glauben, dass unser Leben so funktioniert und dass wir das liefern müssen, um das zu bekommen, dass wir so sein müssen, um das zu bekommen. Also diese ganzen Zusammenhänge, dieses Rezept, ja, wie der Kuchen nachher aufgeht, das haben wir angenommen. Aus unseren eigenen Rückschlüssen, aus Rückschlüssen von unseren Eltern, aus Rückschlüssen aus der Gesellschaft. Es ist aber letztendlich wird es von uns reproduziert. Hm. Könnt ihr das spüren? Ja. Könnt ihr das spüren? Und da tiefer und tiefer reinzugehen und einfach zu sagen, ja, Mann, ich habe tatsächlich durch das, was ich geglaubt habe, alles so bekommen, wie ich es bekommen habe. Dürfte ich dazu eine Frage stellen? Ja, klar. Das ist überhaupt. Okay, also ich glaube, ich habe das verstanden, dass ich das erschaffe, was ich erlebe. Und mir geht es aber ganz oft so, dass wenn ich ein Stück weitergehe und quasi Kraft und Freude und auch so den, also ich glaube, die Endliebe habe ich noch nicht gespürt, weil da würde ich mich, glaube ich, in Licht auflösen, so großartig. Stelle ich mir das auch vor. Und dann kommt zu dieser Punkt, gestern habe ich zum Beispiel eine sehr Intention, wo ich gemacht, wo ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt, da ist nichts. Also ich habe einfach gespürt, dieses Nichts. Und heute Morgen wache ich auf und dieses alte Ich ist so krass präsent, so nach dem Motto, was willst du von mir? Du willst irgendwas verändern? Dann fühlt ja scheiße, ich möchte meine Energiezentren segnen und der Sprecher fragt mich, wer willst du sein? Und in meinem Kopf sagt es einfach, du bist nichts. Du bist einfach nichts. Und das Gefühl, das ist so krass und diese Überzeugung ist so krass, dass dann auch wiederum dieses Gefühl, ja krass, jetzt reproduziere ich schon wieder dieses Nichts und diese Hilflosigkeit da. Verstehst du meine? Ja, irgendwie, das ist so wirr auch in meinem Kopf. Ja, und in deinem Kopf ist dieses Nichts. Es geht darum, was ist für dich nichts? Was bedeutet nichts für dich? Ja? Und das bedeutet klein auch für jeden sein, anderen. Klein sein. Ja, ja, ja. Genau. Und das ist, bei mir das auch ist nicht damit gemeint, weil Dr. Joe Dispenza, also ich verstehe das alles, was er will, ja. Und es ist so wichtig, dass ihr das auch versteht, wenn er seine Arbeit macht, aber dass ihr eben nicht nur seine Arbeit macht, sondern auch versteht, um was es geht dabei. Und dieses Nichts, er sagt es auf Englisch, sagt er das immer und auch in den alten Meditationen, ist es the void, die große Leere. Aha, Übersetzungsfehler wieder, ja? Es ist die große Leere. Und in der großen Leere ist alles. Und um darum geht's, ja, dieses, es geht hier drum, nichts zu sein, niemand zu sein, keine Person zu sein, an keinem Ort zu sein und alles zu transzendieren, was einen einschränkt. Und wenn du dieses Gefühl hast, eben nicht dieses Nichts zu sein, sondern dieses nicht physikalisch zu sein, aber non-physikalisch bist du alles. Da bist du nämlich diese große Leere, in dem alles nicht physikalisch ist. Da bist du diese große Weite, in dem alles ohne Einschränkungen, bedingungslos da ist. Und wenn du das
annimmst für dich, dann merkst du, dass sich das göttlich anfühlt. Weil göttlich heißt höchste Liebe, höchste Freude, höchstes Glück, höchste Begeisterung. Einfach nur so, ohne Grund, ohne Bedingung und ohne Limitierung. Und dieses Nichts ist einfach nur falsch interpretiert. Du bist nichts Physisches. Du bist nicht dein Körper. Du bist nichts von dem, was dich beschränkt. Du bist nichts von dem, was du glaubst, was so klein ist. Sondern die Wahrheit, was du bist, ist alles. Riesig. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen? Marie? Jetzt haben wir da ein bisschen eingefroren. Jetzt da. Warte, dein Mikro ist aus. Mich hat es gerade rausgehauen. Ja, zu viel Energie. Kannst du es ein bisschen nachvollziehen? Hast du es gehört? Nee, ich habe bestimmt jetzt eine halbe Minute gar nichts gehört. Okay, sorry. Alles klar. Ich fasse schnell kurz zusammen. Diese Definition von Nichts, die du hast, die bezieht sich darauf, auf dein physisches Wesen, dein materielles Wesen, auf deinen Körper. Und dass du nicht dieser Körper bist, sondern dass du quasi diese Leere bist, in der alles ist. Ich habe da übrigens, ich kann das nochmal posten, ich habe da so eine schöne Divine Music Meditation geschrieben, wo da wirklich das nochmal, wie du das spüren kannst, auch ich bin der Raum, in dem alles ist, ja, auch dein Körper. Aber dein Körper ist nichts von dem, was du wirklich bist. Also wenn du verstehst, was, sag ich mal, es ist ja wie eine gechannelte Information. Ja? Jetzt ist sie wieder weg. Ne? Jetzt ist sie da. Ich bin da. Es ist wie eine gechannelte Information, die dir sagt, ich bin nichts. Weil es wahr ist. Weil du nicht das bist, was du glaubst, was du bist. Sondern weil du alles bist. Und weil du aus dem alles Sein aus dir heraus alles Materielle kreierst. Also darfst du quasi nicht sein als diese Marie, die du glaubtest, die du bist, die deine Eltern in dir gesehen haben, dein Umfeld jetzt noch sieht und so weiter und so fort. Dass du einfach sagst, das bin ich nicht. Sondern ich bin alles, was ich in mir sehen kann. Und alles, was sich so klein und nichtig anfühlt, ist auch nichts. Weil das ist nur eine Vorstellung. Ja? Und dir da zu erlauben, zu erkennen, okay, diese non-physikalische Realität ist ja viel dominanter als die physikalische Realität. Ja, weil letztendlich ist ja alles non-physikalische Realität. Hier zum Beispiel dieser Zoom-Call ist eins der besten Beispiele dafür, weil wir sind ja alle zusammen, wir sind alle hier verbunden, aber wir können uns nicht anfassen. Aber wir sind dennoch verbunden. Und selbst wenn wir jetzt alle unsere Videos ausmachen würden, weiß ich in mir, da ist die Marie, da ist die Heidrun, da ist die Ursula, da ist die Mürwert und da ist die Gudrun. Ihr seid immer noch für mich da. Auch wenn ich nur die Augen zumache, seid ihr für mich da. Aber es ist mir völlig egal, was ihr von euch denkt. Weil das Einzige, was mich interessiert ist, wow, die Heidrun ist eine tolle Musikerin. Zum Beispiel. Die Heidrun sitzt da und denkt sich, ich habe nichts, ich kann nichts, ich traue mich nichts. Das ist aber ihr
ihr Bild, das sie von sich hat. Ich kann ein ganz anderes Bild von ihr haben. Und zwar das, das mich interessiert. Das, das mir gefällt. Also kreiere ich die Heidrun für mich. Es kann mir völlig wurscht sein, was sie von sich denkt. Versteht ihr das? Also alles, was wir von anderen Menschen denken, alles, was wir von der Welt denken, hängt nur von uns selber ab. Da gibt es keinen, der uns das vorschreiben darf, wenn wir entscheiden, dass es anders ist. Wenn ich sage, die Marie ist eine wunderschöne Frau und dann sitzt jemand neben mir und dann sagt, schau sie doch mal an, wie sie die Haare hat, guck mal, wie sie da sitzt. Egal, oder? Wenn diese Person hier labert und labert und labert und mir ihre Meinung in den Kopf labert, kann ich doch immer noch selber finden, wie ich die Sachen finde. Und so ist es bei allem. So ist es bei allem. Wir sind so frei in unserer Bewertung und in unserer Überzeugung, dass wir diese Freiheit und diese Macht und diese Kraft jetzt endlich nutzen dürfen. Und zwar unabhängig davon, was andere denken. Und du bist so frei, Marie, wenn du am Morgen aufwachst und denkst, ich bin nichts, dass du dann weißt, was es für dich zu bedeuten hat. Und zwar, dass du nicht dieses kleine, hilflose, beschränkte Mädchenwesen bist, von dem du dachtest, dass du wirklich bist, sondern dass du eine bedingungslose, großer Mensch bist, der alles erschafft durch seine Vorstellung. Also du bist nichts von dem, was du jemals glaubtest. Das wäre doch eine super Geschichte, wenn du morgens aufwachst und dann heißt, ich bin nichts. Ah ja klar, ich bin nichts von dem, was ich jemals glaubte. Ich bin alles, weil alles entsteht aus mir, alles entsteht aus meinen Vorstellungen. Welche Vorstellung möchte ich also jetzt unterhalten? Über mich, über die anderen und über das Leben. Und in solchen Situationen nehme ich meinen Block und sage, ich bin Pam. Schreib das auf. Und wenn ich den ganzen Tag, wenn ich irgendein schlechtes Gefühl bekomme, gehe ich wieder zurück zu meiner Wahrheit und sage, ich bin alles, was ich sein will. Und ich habe mir aufgeschrieben, was ich sein will. Affirmiere ich das? Ich bin geliebt, weil ich bin Liebe. Ja? Weil ich bin Liebe. Ich bin aus Liebe hierher gekommen und alles, was ich mir vorgemacht habe, was nicht Liebe ist, ist einfach eine verdammte Lüge, weil ich es mir eingeredet habe. Und ich habe gestern auch für mich, ja, das kommen immer so Sachen, das gebe ich euch jetzt hier mit, weil das passt. Ich habe es ja auch alles, ja. Also vergesst es, ihr seid, euer Scheiß ist nicht euer Scheiß. Es ist unser Scheiß, das schwirrt hier rum. Und ist da, um berichtigt zu werden. Es ist da, damit wir es ansehen und sagen, was für eine Scheiße habe ich da geglaubt die ganze Zeit. Was für einen Blödsinn habe ich als wahr für mich akzeptiert. Wobei ich doch ein göttliches Wesen bin, hier in Liebe für Liebe. Und alles, was ich will, ist Liebe spüren. Also höre ich gefälligst auf, mir die Dinge zu erzählen, die mir sagen, dass ich nicht liebevoll bin, dass ich nicht liebenswert bin, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, dass ich nicht gut genug bin, dass ich was anderes machen will. Und ich habe gestern für mich kapiert. Ich glaube, das trifft auch auf euch alle zu. Ich war immer mein ganzes Leben lang bemüht,
für alle irgendwie das Tollste und das Beste zu machen und für alle da zu sein und alle zu unterstützen und zu schauen, dass sich jeder so gut wie möglich fühlt und sei es bei Partnern, sei es bei Familienmitgliedern, sei es bei Mitarbeitern. Ich war immer bemüht, dass die anderen sich gut fühlen. Wer kann das, sage ich auch. Das ist unser Ding, weil wir wollen ja in einem Umfeld leben, in dem alle fröhlich, harmonisch, zufrieden, glücklich und freudig sind. Das ist unser Urtrieb, weil wir das sind und wir wollen in so einem Ambiente leben. Und jetzt glauben wir, dass wir dieses Ambiente dadurch erschaffen, indem wir den Leuten helfen, sich so gut wie möglich zu fühlen. Und irgendwas machen. Und nachher kriegen wir nicht das gewünschte Ergebnis. Richtig? Es geht, klappt meistens nicht, oder? Also manchmal klappt es kurz, aber langfristig klappt es nicht. Und dann denken wir immer, was haben wir falsch gemacht? Was soll ich noch mehr machen? Wieso ist jetzt der nicht zufrieden? Wieso ist der nicht glücklich? Wieso mag der mich nicht? Und bla 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 bla. Kommt dieses Ganze. Und jetzt habe ich verstanden, dass ich für mich wissen darf, dass das so richtig war, dass das das ist, was ich möchte in diesem Leben. Ich möchte Menschen glücklich sehen. Ich möchte Menschen harmonisch sehen. Ich möchte Menschen in Freude sehen. Und dass ich das sehen will, ist das Allerrichtigste und Wichtigste, wofür ich mich so dermaßen anerkennen darf. Wofür ich sagen kann, wow, Patricia, das ist diese tolle Ansicht für das, was du immer wolltest. Und nicht die Ansicht, dass du versagt hast, dass du es nicht geschafft hast, dass du es nicht gut genug warst und dass du immer wieder den Beweis gekriegt hast, dass du nicht liebenswert bist, dass du nicht gut genug bist. Und jetzt weiß ich, dass ich das anerkennen darf, dass das meine innerste Wahrheit ist, dass wir hier in Liebe und in Freude und in Unterstützung zusammenleben. Nur habe ich nie gelernt, davon auszugehen, dass die anderen das ja auch wollen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es im Außen Menschen gibt, die das nicht wollen. Weil wenn sie es wollen würden, würden sie mich ja lieben. Wenn sie das wollen würden, würden sie mich ja unterstützen. Wenn sie das wollen würden, wären sie ja für mich da. Aber ich habe mir eine Menschheit kreiert. Ich habe mir einen Pool von ganz vielen Menschen kreiert, wo ich davon ausgehe, dass die finden, ich bin nicht gut genug. Wo ich davon ausgehe, dass die mich nicht wollen, dass die mich nicht lieben, dass die mich nicht unterstützen wollen. Also habe ich mir das selber kreiert. Wenn ich jetzt aber kreiere und sage, selbstverständlich wollen die Menschen meine Liebe, selbstverständlich wollen die Menschen das, was ich zu bieten habe, selbstverständlich werde ich geliebt, geehrt und geschätzt, selbstverständlich funktioniert die Welt nach dem System der Liebe. Und nicht nach dem System der Ablehnung. Selbstverständlich funktioniert die Welt nach dem System der Sicherheit und der Unterstützung. Versteht ihr, was ich meine? Es ist alles hier oben in unseren Vorstellungen verankert. Und alles, wovon wir ausgehen, ist so. So einfach ist es. Alles, was ich glaube, dass es so funktioniert, ist so. Und jetzt gehen wir nochmal zurück kurz. Dieses Zickzack, ja, gut, und wir fangen jetzt kurz nochmal bei deinem speziellen Thema an. Dieses Zickzack, das du spürst, kannst du dir das jetzt erklären? Ich habe gerade sehr interessiert zugehört. Ich würde kurz vorher noch gerne was zu Marie sagen, weil mir das so sehr bekannt vorkommt. Du hast beschrieben, am Abend
warst du in dieser Meditation und hast das Liebe und Freude und alles gespürt. Am nächsten Morgen bist du quasi abgestürzt in diese Kleinheit. Diesen Prozess, den kenne ich zu Genüge. Ich habe vor fast 2 Jahren, ist das jetzt her, auch einen Retreat bei Dispenza gemacht. Ich war über 3 Monate in einer unglaublichen Freude und Göttlichkeit und Gelöstheit, habe immer meine Meditation gemacht. Und dann kam ein Punkt, wo ich so abgestürzt bin, dass ich dachte, um Gottes Willen, ich habe nichts gelernt, es geht mir schlechter als vorher noch. Habe sehr lange damit gehadert, bis ich irgendwann erkannt habe, also es gibt aus Star Wars diesen wunderschönen Spruch, das Imperium schlägt zurück. Und ich habe diese Erfahrung gemacht, umso mehr ich es schaffe, in diese Göttlichkeit zu gehen, in diese Ausdehnung zu gehen, mich also wirklich zu trauen, das Ego schläft nicht. Das Ego schlägt irgendwann zurück und versucht, sein altes Territorium wieder zurückzuerobern. Und dann zu sehen, okay, es vielleicht als positiv zu sehen, so hart, wie es zurückschlägt, das kann es nur, weil ich mich so weit vorangetraut habe. Und dann heißt es, einfach dabei bleiben, einfach dem Alten nicht glauben. Auch wenn du es noch glaubst, zu wissen, es geht anders, zu wissen, es geht auch weiter, sich wirklich nicht entmutigen zu lassen. Das sind teilweise, also ich habe es als harte Rückschläge empfunden und ich musste mich immer wieder zusammenreißen, um dem nicht weiter Glauben zu schenken. Aber das ist das, was ich auch mit diesem Zickzack-Kurs meine. Es kommt immer wieder, bis es vielleicht irgendwann aufhört. Aber dem nicht zu glauben und dem nicht zu folgen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und eben einfach zu sehen, du machst deine Fortschritte, sonst würden die Rückschläge nicht kommen. Ja, aber das sind alles auch wieder Interpretationen. Wir können es so viel leichter haben. Wir können es so viel leichter haben, indem wir eben all diese Sachen aufhören zu interpretieren. Weil diese ganzen Interpretationen bedeuten wieder, was du jetzt gesagt hast, das ist lang, es ist schwer. Ja, das wollte ich auch zu deinem Zickzack kurz sagen. Es ist lang, es ist schwer, es ist mühsam, es ist... ja, es ist richtig krass harte Arbeit. Und ich würde einfach empfehlen, das alles gar nicht zu glauben, sondern ich würde empfehlen zu sagen, das ist das Spiel meines Lebens. Mich selber in meiner Wahrheit mehr und mehr zu erfahren und die Lüge, wenn sie sich zeigt, an- und auszulachen und zu sagen, netter Versuch, netter Versuch. Und immer tiefer und tiefer zu wissen, ja, wirklich zu wissen, ganz fest zu wissen, wer du wirklich bist. Und zu wissen, wer diese Scheiß-Stories, diese Scheiß-Überzeugungen, diese Scheiß-Ansichten, dass die einfach falsche Überzeugungen sind, die ich übernommen habe, die ich gelernt habe. Und hier jedes Mal zu wissen, was ist denn die Wahrheit? Und die Wahrheit ist, es ist so, wie ich es entscheide. Und wenn ich entscheide, wer ich bin, dann habe ich das entschieden. Und dann darf ich lernen, das mehr und mehr zu fühlen. Und wenn ich am Morgen aufstehe und mich klein und doof fühle, dann weiß ich, dass hier wieder eine Lüge am Werk ist, die nicht richtig ist. Ich weiß es einfach, weil ich weiß, wer ich wirklich bin. Und ich weiß, dass ich Gefühle habe, aber dass ich diese Gefühle interpretieren darf, wie ich möchte. Und wenn ich mir angewöhne, meine Gefühle, die klein sind am Morgen, zu interpretieren als, keine Ahnung, wie einen kratzigen Pulli, den ich angezogen habe, den ich einfach mal abziehe und sage, der passt mir heute überhaupt nicht. Und es einfach zur Seite stelle und sage, wo ist die Wahrheit? Ja, wo ist die Wahrheit? Dann hört eben auch dieses Zickzack und dieses Kämpfen auf. Bekämpfen musst du nur, wenn du dich bedroht fühlst. Ja. Und es gibt aber keine Bedrohung von außen. Sondern es sind nur deine Gedanken und deine Vorstellungen. Ja, immer.
Und da sich die richtigen Fragen zu stellen. Und eine der wichtigsten Fragen ist, wer bin ich wirklich? Wer bin ich wirklich? Und auch diese Frage kommt, wenn dann tatsächlich nichts käme, dann weißt du, was es heißt. Ich bin nichts von dem, was ich jemals glaubte, was ich bin. Bingo! Ja? Wir müssen uns angewöhnen, alles zu unseren Gunsten zu interpretieren. Weil wir haben nichts anderes als unsere Interpretation. Alles, was da ist, entsteht durch unsere Interpretation. Das wird so oft als das Gesetz der Annahme bezeichnet. Aber das heißt, ich treffe die Annahmen. Ich nehme an, wie es ist. Es ist meine Annahme, wie ich es interpretiere. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich habe jahrelang gedacht, ich muss irgendwas annehmen, ich muss irgendetwas empfangen. Nein, 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 nein. Ich interpretiere. Und wir sind so stark im Gegen uns interpretieren. Gefühle. Wir interpretieren unsere Gefühle gegen uns. Da zum Beispiel dieses Gefühl der Ursula, gehen wir zu Ursulas Ding zurück, keine Zeit. Ja? Das ist eine Vorstellung, die spiegelt sich mit einem Gefühl zusammen. Ja? Das sind ja diese Triggers. Diese Vorstellungen, die werden getriggert durch Gedanken, die ich habe. Ja, zum Beispiel der Gedanke, was muss ich heute alles noch erledigen? Ja? Wer steht mit diesem Gedanken morgens auf? Was muss ich alles erledigen? Nicht mehr, oder? Früher schon. Was ist zu tun heute? Was muss ich alles erledigen? Ich kenne so viele aus meinem Coaching. Die stehen am Morgen auf und da geht es nur noch, was habe ich zu tun? Da, 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 da. Wenn das mal weg ist, ich muss gar nichts erledigen, weil es ist alles schon da. Es ist alles schon erledigt für mich. Könnt ihr euch das vorstellen, dass alles schon für euch erledigt worden ist? Aber die Wahrheit ist, es ist alles schon erledigt. Wie bist du, wer bist du, wenn du schon alles erledigt hast? Neville Goddard, Living in the End. Das geht davon aus, dass alles schon erledigt ist und dass alles sich fügt. Aber wir gehen nicht davon aus. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich alles selber erledigen muss, was ich gemacht habe viele Jahre meines Lebens, was mich in die schiere Verzweiflung und Hilflosigkeit geführt hat, wo ich gesagt habe, niemand unterstützt mich, keiner ist für mich da. Dieses Gefühl kam aus der Vorstellung, dass ich alles alleine erledigen muss. Wenn ich jetzt aber diese Vorstellung einfach nur verändere und sage, nein, ich muss nichts erledigen, ich muss nur wissen, was ich haben will, dann werden die Dinge sich schon so fügen, weil es so ist. Quantenphysik, Dr. Joe Dispenza, Aufmerksamkeit, dieses Slot-Experiment, ja? Alle Partikel werden durch deine Aufmerksamkeit an ihren Platz gebracht. Wer kennt es nicht? Kennt ihr das alle? Quantenphysik? So, was bedeutet das wirklich? Dass ich durch meine Aufmerksamkeit, womit ich mich beschäftige, was ich glaube, dafür sorge, dass alle Partikel, alle Sachen, alle Umstände, alles sich so fügt, wie ich es mir vorstelle. Wenn ich jetzt was befürchte, fügt sich alles so, wie ich es mir vorstelle. Ist so. Du tust nur eine Frage? Nee? Nein, frag nicht.
Deswegen ist es so wichtig, ja, dass ihr euch die Erlaubnis gebt, das hast du vorher auch gesagt, zu entscheiden, wie die Dinge für euch sind. Doch, ich habe noch eine Frage. Noch nicht ganz ausformuliert. Wenn ich zurückfalle in diesen Zustand, wo ich mich, wie Marie auch beschrieben hat, klein fühle, wie, ich meine, kann ich das, oder so mache ich das oft, aber es dauert eine Weile, das zu überschreiben, einen gegenteiligen Glaubenssatz zu formulieren, das ist ja auch ein bisschen zäh und dauert eine Weile, aber wenn diese Überzeugung, die in dem Moment ja sehr stark da ist, die kriege ich nicht sofort gewandelt. Und was passiert, wenn du sagst, ja, wer bin ich denn wirklich? Dann kommt ein großes Fragezeichen oder vieles oder nichts, also etwas Verwirrtes, was mir keine wirkliche Klarheit gibt, solange ich in diesem Gefühl bin. Weil nur einen Gedanken zu überschreiben, ändert nicht sofort das Gefühl. Also ich muss vom Emotionalen her erst eine Klärung haben. Deswegen ist ja auch in meinen Teachings und in meinen Coachings wirklich diese Verankerung dessen, was du wirklich bist, in deinen ganzen Seinszustand. Ja? Dieser göttliche Zustand, ja? Dieser göttliche Zustand, der für uns alle immer die Wahrheit ist. Dieser wunderbare göttliche Zustand, den ihr kriegt, wenn ihr meditiert, oder den ihr auch nur kriegt, wenn ihr kurz mal euch klar macht, ich bin nichts von dem, was ich gerade fühle. Ich bin nichts von dem, was ich gerade denke, sondern ich bin, also das hilft mir immer, ich bin der Raum, in dem alles ist. So einen Satz für dich finden, der dich sofort wieder in deine Wahrheit zurückbringt. Wirklich nur einen Satz, der für dich die Schwingung wird, der für dich dieses Öffnen macht, diese Verbindung in deine göttliche Wahrheit, der quasi so intensiv ist, dass er den ganzen Bullshit in einem Moment wegsprengt. Wo du dann wirklich sagen kannst, das ist es nicht. Also ich hab zum Beispiel, du kannst auch dir angewöhnen, du sagst, ich springe jetzt einmal kurz hoch und sag, das bin ich nicht. Ja? Das braucht nicht lange zu gehen, sondern es muss einfach das sein, dass du aus diesem Zustand dir erlaubst, herauszuspringen in einen Zustand, in dem du zumindest mal nicht mehr das bist, was du gerade vor einem Moment warst, ja. Und es kann ganz schnell gehen, aber auch hier eine Übung für etwas, was für dich ist und nicht hinsetzen und diesen alten Quark rumteigen, bis es sich irgendwo ein bisschen besser anfühlt, sondern hier wirklich dir zu erlauben, zu sagen, es gibt die Lüge und es gibt die Wahrheit. Ich muss die Lüge nicht irgendwie schicki machen, dass es sich für mich besser anfühlt. Und ich kann diese Lüge einfach da stehen lassen und kann sagen, das ist eine verdammte Lüge, hat mit mir jetzt überhaupt nichts zu tun, sondern die Wahrheit ist, dass ich ein göttliches Wesen bin, das uneingeschränkt unterstützt, geliebt ist und hier ist, um diese Liebe zu bringen. Und wenn du dir das sagst, fühlst du dich sofort gut. Und da resoniert alles in deinem Körper mit der Wahrheit. Weil mit der Lüge resoniert man ja gar nicht wirklich. Weil wenn du dich mit der Lüge abfinden würdest und super resonieren würdest, würde sich der klasse anfühlen. Mhm. Und das ist aber auch etwas, was du mehr und mehr für dich erkennen kannst, ja? Und sehen kannst und spüren kannst und irgendwann mal geht es wirklich so, dass du nur Schnitt machst, wie bei der Hypnose und dass du dann, wow, scheiße, in was für eine Realität war ich gerade? So, boah, das war ja ätzend. Boah, shit, Albtraum. Brauche ich nicht.
schnipp, bin ich wieder draußen. Ja, sich die Erlaubnis zu geben und zu sagen, es gibt so viele parallele Realitäten. Ich kann die vom Moment zum Moment, kann ich die verändern. Und je mehr und mehr wir uns das erlauben, desto mehr und mehr können wir Situationen am Punkt verändern. Situationen und Kreationen von uns am Punkt verändern. Geh kurz nochmal in der Ursula ihr Beispiel rein. Sie hat das Gefühl, sie hat keine Zeit. Sie schnippt und sagt, hey, hoppla, die Wahrheit ist dieses Gefühl, dieser Zustand, den ich aus dem Urlaub kenne. Dritter Tag Urlaub. Jetzt. Ah, geil. Super. Alle Zeit der Welt. Trinke ich mal ein Käffchen. Ne? Wir leben in unendlichen parallelen Realitäten. Und wir müssen nicht in einer Realität bleiben, die scheinbar wohin führt, wo es sich nicht gut anfühlt. Da können wir wie springen, rausspringen und sagen, nein, nein, da bin ich nicht, da will ich nicht weitergehen. Und dann ist die ganz die wichtigste Geschichte, wo auch in meinen Coachings eines der größten Probleme bereitet. Wenn ich da nicht weitergehen will, wo will ich denn hin? Und das musst du dir vorbereiten. Du brauchst deine Alternative. Und da geht es auch wieder darum, zu wissen, wer du wirklich bist, dass du alles wünschen kannst. Alles. Es gibt keine Einschränkungen. Geh nochmal zu Heidrun. Sie möchte gerne eine erfolgreiche Musikerin sein und von der Musik leben. Richtig? Ja. Wäre super. Wäre super. Und warum geht es nicht? Ja, weil ich Schiss vor Ablehnung habe. Schiss okay. vor Kritik. Schiss vor Ablehnung genau. und Schiss vor Kritik. Sehr gut. Kannst du mir folgen, dass wenn alles aus dir heraus entsteht, woher kommt die Kritik und woher kommt die Ablehnung? Aus vergangenen Erfahrungen. Genau. Und woher kommen diese Erfahrungen? Aus der Vergangenheit. Von anderen Menschen, Personen, Erlebnissen, Ereignissen. Genau. Mhm. Und ich sage es hier nochmal, ich sage es ganz oft, was ist passiert ja so. Wir sind ja, wenn wir auf die Welt kommen, bis ungefähr 6 Jahre. Wie alt ist dein Kind, Heidrun? 2. 2,5 Jahre. Genau. Dann wirst du das gerade spüren. Die sind in einem höchst energetischen Zustand. Die sind quasi wie in Hypnose. Ja, diese kleinen Kinder, die sind einfach nur im Moment, ja, im gegenwärtigen yes. Moment, sonst nichts. Und in diesem gegenwärtigen Moment wird nichts reflektiert, wird nichts überlegt, wird gar nichts. Aber mit der Zeit tröpfeln da diese Überzeugungen des Außen in dieses Kind. Ja? Und das Kind weiß keinen Unterschied. Es denkt halt, okay, alles ist, wie es ist, ja, und okay, okay, okay. Und dann werden solche Überzeugungen aufgebaut. Und das ist einfach dieses Selbstbild, das wir dann alle haben. Und sagen, wenn wir was falsch machen, gibt es Kritik und Ablehnung. So. Also muss ich immer aufpassen, dass ich nichts falsch mache. Und weil ich ja nichts falsch machen will, mache ich lieber gar nichts. Genau. Genau. So, und wenn ich jetzt aber weiß, dass es erst, dass jede Situation zuerst in meiner Vorstellung stattfindet, ja, jede, wenn ich mit Ablehnung rechne, wenn ich Angst vor Ablehnung habe, kreiere ich eine Situation, in der ich abgelehnt werde. Richtig? Mhm. Wenn ich aber mit einem Selbstverständnis, mit einem sehr, sehr guten Selbstwert, mit einem sehr, sehr guten Selbstbild über mich selber
Dinge tue, dann gehe ich nicht davon aus, dass ich abgelehnt werde. Mhm. Richtig? Mhm. Also werde ich dann nicht abgelehnt. Und selbst wenn ich abgelehnt werde, weiß ich, dass es daran liegt, dass ich mit Ablehnung rechne. Also muss ich zuerst jemand werden, mhm. ja, mein neues Ich, mein wahres Ich, das angenommen ist, das geliebt wird, das unterstützt wird. Weil wenn ich dieses, es gibt für alle hier, es gibt für jeden, wenn ich nicht weiß, wer ich wirklich bin, dass ich ein Wesen bin, das hier ist, um unterstützt, geliebt und angenommen und weitergebracht zu werden, dann werde ich so ein Leben einer solchen Person nie leben können. Und ich kann bedingungslos entscheiden, dass ich so jemand bin, weil ich bin es ja sowieso schon immer gewesen. Nur meine Erfahrungen, meine vergangenen Geschichten haben mich glauben lassen, dass ich abgelehnt werde. Diese Arbeit an diesem Selbstbild fällt mir leichter, wenn ich dieses Neville Goddard-Quote wirklich glauben kann und für mich nachvollziehen kann, everyone is you pushed out. Und das stimmt unweigerlich. Weil wenn ich der Schöpfer bin, kreiere ich die Version jeder Person, die mir begegnet. Das ist so. Und wenn ich weiß, everyone is you pushed out, dann weiß ich auch, dass ich jeden da draußen verändern kann. Und selbst wenn ich davon ausgegangen bin, dass die Person XY mich nur kritisiert, wenn ich weiß, wenn ich in mir weiß, dass die Version der Person XY, die mich nur lobt, auch existiert, dann kann ich diese Version dieser Person in mein Leben kreieren. Und wenn ich weiß, dass in jeder Person, die mit mir jemals etwas zu tun hat, eine Version existiert, die mich unterstützt und die mich lobt, dann kann ich so durch die Welt laufen, als wäre jede Person in der Version unterwegs, die mich unterstützt und lobt. Kann ich das? Ja. Genau. Aber was bedingt es noch? Ja, das ist ja auch mein Fall immer wieder. Ich hatte immer die Angst zum Ablehnung. Okay, das habe ich geschafft. Diese Woche jetzt, wie du es erzählst, ist mir bewusst geworden. Es ist mir wieder passiert, dass es verglichen wurde, ich gelobt wurde und dann wieder runterging. Jetzt habe ich gesehen. Und das kann ich jetzt umwandeln. Jeden Moment. Wir haben jeden Moment, um alles neu zu machen. Ja. Und wir haben jeden Moment, wir können jeden Moment neu anfangen. Jeden Moment. Es gibt nichts, was wir aus der Vergangenheit in die Zukunft tragen müssen. Nichts. Keine Vorstellung, keine Überzeugung, nichts. Und ich darf Automatisierung Moment erkennen und halt umwandeln und weitergehen. Jetzt genau. Habe ich es wieder erkannt. Gerade fühle ich mich so abgelehnt. Okay, ich fühle mich abgelehnt, weil ich glaube, ich werde abgelehnt. Interessant. Jetzt glaube ich aber, dass ich angenommen und gelobt werde. Schon fühle ich mich anders. Und es ist nie, ich muss nie glauben, was ich nicht glauben will. Ich muss nie glauben, was ich nicht glauben will. Warum sollte ich das glauben? Wenn alles in mir ist, alle Versionen dieses Lebens, alle Ansichten und alle Überzeugungen, aus denen kann ich auswählen, muss ich mir erlauben, auszuwählen.
Warum sollte ich mir nicht erlauben, auszuwählen? Und diese Selbstsicherheit, immer mehr und mehr Boden zu bekommen und zu wissen, ich bin nicht diese Person, von der ich dachte, dass ich bin. Ich bin 100.000 Mal abgelehnt worden. Ich bin 100.000 Mal verlassen worden. Ich bin 100.000 Mal belogen worden und ich bin 100.000 Mal betrogen worden. Bin ich. Möchte ich in Zukunft weiterhin belogen, betrogen, abgelehnt und was weiß ich nicht, was alles werden? Nein, nein. Dann darf ich mir erlauben, eine Person zu sein, die bedingungslos geliebt wird, die bedingungslos angenommen wird, die bedingungslos unterstützt wird. Und um diese Person zu sein, darf ich diese Gefühle üben. Und das mache ich zum Beispiel gerne mit diesem Divine Healing, wo ich Gefühle übe, wo ich Seinszustände übe oder auch mit Dr. Joe Dispenza Meditationen, aber dass ich eben dann, wenn er sagt, wer willst du sein, dass ich dann eine geile Antwort habe, ja? Und nicht die alte Antwort, ja, ich will nicht die sein, die abgelehnt und kritisiert wird. Die will ich nicht sein. Das ist nicht die Antwort. Und auch nicht. Eigentlich ist die Frage, wer willst du sein? Eben deswegen bin ich da schon ein paar Schritte weitergegangen mit diesen Sachen von Dr. Joe Dispenza, weil die Frage, wer willst du sein, ist gar nicht so die richtige, sondern die Frage ist, wer bist du wirklich? Das ist die richtige Frage, ja? Wer bist du wirklich? Und dass du in diesen Seinszustand immer wieder reingehst und dass du weißt, ich bin nicht die Geschichte, ich bin nicht das, was andere irgendwie gedacht haben, was ich gedacht habe, weil letztendlich habe ich ja immer gedacht, was andere denken. Ja? Das ist crazy, aber wir denken immer, was andere denken. Und wenn wir denken, was andere denken, dann denken andere das, was wir denken, dass sie denken. Soll ich es nochmal langsamer sagen? Ja, bitte. Wir denken immer, was andere denken. Ja. Und aus diesem Grund denken andere das, was wir denken. Weil unser Außen ist nichts als eine Reflexion von dem, was wir denken und wovon wir überzeugt sind. Und ich kann euch sagen, wie viele Beziehungen ich schon von einer totalen super Liebesbeziehung in eine krasse Ablehnung kreiert habe, ist unfasslich. Und immer wieder auf die gleiche Art und Weise, alles toll, alles super. Und dann habe ich angefangen, von dieser Person zu denken, was ich halt schon immer so denke. Und die Person hat so schnell konformiert. Die ging so schnell konform mit meiner Überzeugung über diese Person. Aber ganz zackig. Und ich so, habe ich doch gewusst, dass er so einer ist. Mhm. Bravo, habe ja recht. Ich habe ja immer recht. Und dann, siehst du, du willst mir nicht helfen. Siehst du, du willst mich nicht unterstützen. Siehst du, du bist nicht für mich da. Ja? Siehst du, Patricia, siehst du, meine Vorstellung kreiert. Immer und immer. Und wenn ich sehe, dass wer auch immer gegen mich ist, dann wird diese Person nicht für mich sein. Aber du hast gesagt, du liebst mich, du bist immer für mich da, du unterstützt mich immer bei allem. Siehst du, du machst es nicht. Siehst du, Patricia, du siehst, dass er es nicht macht. Ich habe es kreiert. Ich habe es kreiert immer wieder. Und so machen wir das mit allem. Wir machen es mit unserem Business, wir machen es mit unserer Familie, wir machen alles selber. Alles entsteht in unserer Vorstellung mit unseren Überzeugungen. Und uns von diesem alten Scheiß zu lösen und alles neu zu machen, dass es sich eben nach Liebe, Freude, Glück, Unterstütz, Gemeinsamkeit, Happiness,
aus allen Richtungen des Lebens anfühlen, sodass ich mich verlieben kann ins Leben, dann muss ich mir verdammt nochmal ein Leben kreieren, in das ich mich verlieben will. Und wenn ich einen Typen kennenlerne und ich kenne den nicht und habe noch keine Vorstellungen und keine Rückschlüsse und keine Überzeugungen über diese Person, lasse ich mich gerne positiv überraschen. Aber wehe, macht einen Fehler, wo mich antriggert. Ach, jetzt hat er mich angelogen. Es ist wieder ein Lügner. Er ist auch ein Lügner. Ja? Super, dann habe ich mir einen Lügner kreiert. So schnell geht's. Und dann kannst du aber Gift drauf nehmen, dass du den immer wieder beim Lügen erwischt. Es ist so krass, Leute. Es ist so krass. Es ist nichts, was nicht in uns entsteht. Es gibt nichts im Außen, was nicht vorher in uns als Gedanke, als Vorstellung, als Überzeugung, als Angst, als Befürchtung war. Und wir müssen das nicht weiter so treiben. Und das Allertollste ist, und das habe ich wirklich in meinen Coachings immer wieder festgestellt, nehme eine Person und denke etwas anderes über sie. Und es geht so schnell, dass diese Person dir etwas anderes sagt, zeigt. So, jetzt haben wir dir die Person, da können wir das annehmen. Und jetzt nimmst du das Große, nimmst du das Leben. Denke etwas anderes vom Leben. Und das Leben wird dir etwas anderes sagen und zeigen. Und wir dürfen festlegen, wie unser Leben ist mit uns. Wir dürfen festlegen, wie die Personen, ich meine, ich kreiere eine Person. Wie blöd bin ich, dass ich eine Person kreiere, die gegen mich ist? Mache ich jetzt nicht mehr. Wie blöd bin ich, dass ich ein Leben kreiere, das gegen mich ist? Mache ich jetzt nicht mehr. Wie blöd bin ich, dass ich ein Leben kreiere, in dem ich keine Zeit habe? Mache ich jetzt nicht mehr. Wie blöd bin ich, indem ich mir keine Erlaubnis gebe, das Allertollste und das Größte zu haben und dass ich glaube, dass alles immer zickzack und schwer und langsam ist? Mache ich jetzt nicht mehr. Bei mir geht alles schnell. Ich bin ein Master Manifestierer. Ich bin eine Master of Divine Creation. Ich weiß, wie ich das zu tun habe. Ich kann zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden. Und die Lügen, die ich mir erzähle, die ersetze ich mit der Wahrheit. Das mache ich. Das ist mein Lifestyle. Das bin ich. Und die Arbeit ist jetzt halt einfach zu sagen, was will ich denn wirklich haben? Also machen wir jetzt zum Abschluss noch eine Runde, wo jeder sagt, was er wirklich haben will. Richtig aus, laut. Und zum Schluss sagst du noch, und das habe ich jetzt. Das ist der Abschlusssatz. Wer fängt an? Ich fange an, glaube ich. Gut, also. Schon wieder. Ich will in meinem Leben haben, dass sich alles, jeder und jede Situation, alle Umstände zu meiner allergrößten Freude und Liebe fügen. Und so ist es. Nicht, ich will haben. Und so in ist meinem das. Leben ja, ist und es. So ist mach nochmal den Satz richtig. In meinem Leben fügt sich alles zu meiner allergrößten Freude und Liebe und Zufriedenheit. Und so ist es. Genau. Ja. Weißt du was? Nee, das fühlt sich gerade total leicht an, ehrlich gesagt. Genau, und alles andere fügt sich unter diese Prämisse. Ja, das ist ganz ja. Super, so eine Prämisse für sich zu haben. Bei mir ist es im Fall so. Es tut mir jetzt leid, dass es bei dir nicht so ist, ja, aber bei mir ist es so. Vielleicht möchtest du das übernehmen von mir? So in dem Stil. Also die Erlaubnis darfst du dir geben und es ist diese Vorbildwirkung und einfach so, ich gehe davon aus, dass es bei mir so ist. Boah, die Marie geht voll davon aus, so boah, krass, boah. Boah, vielleicht könnte ich mal überlegen, auch davon auszugehen, weil wenn es für sie wahr ist, könnte es ja für mich auch wahr sein. Und schon hast du die Welt ein Stückchen geheilt, nur damit, indem du dich selber geheilt hast. So geil.
Super. Next. Merivet? Ja, in meinem Königreich wollen alle Frauen die Wahrheit wissen. Weil von mir? War immer von mir, ja. Weil bei mir war das andere immer umgekehrt. Die wollen nicht raus von der Scheiße und so weiter. Die alle wollen die Veränderung. Die wollen alle die Wahrheit wissen von mir. Schön. Größter Haken. Next. Gudrun, komm. Ja, ich formuliere gerade noch. Lass es rausfließen. In meinem Leben erschaffe ich alles aus Liebe zu mir und habe genügend Zeit und Kreativität, mich meiner Kunst zu widmen. Das habe ich jetzt. Was ist genügend? Ja, deswegen formuliere ich gerade noch. So viel ich will. Und habe genügend Zeit. Und nein, ich habe so viel Zeit, wie ich will. Ich habe so viel Zeit, Kreativität und Inspiration, wie ich will und wie es sich für mich gut anfühlt. Genau. Das war ich entscheide, was genügend ist. Und genügend ist mal Tag und Nacht, 2 Wochen lang und mal 1 Stunde pro Tag. Wer weiß es schon. Genau, so wie ich das brauche. So wie ich das will. Ja. Sich das mal zu erlauben, einfach zu sagen, das ist so, wie ich es will. Mhm. Wer ist next? Ja, ich. Ich wünsche mir... Nee. Ich bin frei. Ja. Auf allen Ebenen. Finanziell und psychisch und physisch. Meine Liebe durch meine Musik und meine Stimme in die Welt zu tragen. Und habe genügend Zeit, habe so viel Zeit, wie ich will, für die Dinge, die ich liebe und mir Spaß machen. Und die Welt profitiert durch mich und ich durch sie. Und da könntest du meinen Satz noch dazu nehmen und ich werde finanziell dafür belohnt, ich selbst zu sein. Und oh, schön. Ich werde finanziell dafür belohnt, ich selbst zu sein. Ja, yeah. Muss ich mir gleich aufschreiben. Nehme ich gleich auch mit. Okay. Last but not least, die Ursula. Ja, ich würde jetzt noch mal zu meinem Thema jetzt ja für heute formulieren. In meinem Leben geht alles leicht und locker und schnell und mit Freude und Spaß. Und so ist es jetzt. Genau. Und jetzt vielleicht noch sagen, geht alles. Ich würde tatsächlich sagen, wird von mir alles kreiert. Weil geht alles, das klingt so noch ein bisschen danach, wie es geht, ja, das geht halt so selber. Nee. Das geht so, wie ich das sage. Das heißt, in meinem Leben kreiere ich alles? Schnell, leicht. Schnell und leicht, mit Lust und Liebe. Freude. Wie ich es haben will. Genau. Man merkt jetzt, diese Worte, die wir wählen, die sind auch so wichtig. Deswegen ist es auch wirklich wichtig, Worte auszusprechen, sich auszutauschen, ja. Und deswegen ist auch in meinen Coachings immer wieder dieser Austausch. Und deswegen habe ich jetzt auch völlig von diesen Einzelcoachings bin ich weggekommen in die Gruppencoachings, weil dieser Austausch untereinander die Sachen nochmal mehr in die Realität presst, ja. Wenn du sprichst, wenn du all deine Sinne in deine neue Realität immer wieder orientierst und fokussierst und eben so denkst und so fühlst und so handelst, als lebtest du schon dein Wunschleben.
in dieser Wunschperson, die du bist, ja. Und ganz zum Schluss noch kurz, da die Heidrun ist ja klar, das, was sie ist, was macht dann eine, die so ist? Die postet überall, wo sie nur kann, ihre Songs. Die redet und erzählt über ihre neuen Songs. Sie spricht drüber, was sie bewegt hat, diese Musik zu schreiben, diesen Text zu schreiben, was es bedeutet für sie. Die bringt die Message raus, wo sie nur kann und wenn es an der Supermarktkasse ist. So ist eine, ja, die so lebt. Die sprüht und spritzt von ihrer Kreativität, von ihrer Musik, von ihrer Energie. Ja? Und da gibt es niemanden, der das doof findet, weil die, so einen habe ich mir gar nicht kreiert. So eine Welt kreiere ich gar nicht. So eine Audienz, warum soll ich mir eine Audienz kreieren, die mich doof findet? Mache ich nicht mehr. Meine Welt, meine Kreation und ich in meiner Welt bin eine, die gefällt. So einfach ist es. Also das ist ganz, ganz wichtig, hier dran zu bleiben. Wie gesagt, vielleicht möchte ja noch einer, der hier zuschaut oder auch hier bei euch dabei ist, am Mittwoch weitermachen in dem Mastermind, Master of Divine Creation. Mir geht es hier darum, dass wir erstens unser Leben selber so kreieren, dass wir die Sachen so haben, wie wir sie wollen und dass wir dann nachher, ich gebe euch die Möglichkeit, nachher andere Leute hier auf meiner Plattform zu unterstützen und zu inspirieren. Weil wir brauchen so Leute. Wir brauchen Leute, die sagen, ja, ich bin Master of Divine Creation. Ich bin der Master von meinem Leben. Ich habe mein Leben so kreiert, wie es mir gefällt und nicht so, wie es mir beigebracht worden ist, nicht so, wie ich es befürchtet habe, nicht so, wie es meine Geschichte war, nicht so, wie es die Geschichte der Großmutter war, sondern so, wie es mir gefällt. Und ich weiß, dass ich diejenige bin, die sich verändern darf in diese Person, die göttliche Kreationen schafft. Und das Mastermind ist dieses Mal 2-mal in der Woche. Bis jetzt war es immer 1-mal in der Woche. Jetzt mache ich Mittwochabend und wir haben am Sonntag nochmal einen Termin, um zu üben, um rauszugehen, um zu kreieren, um Erfolge zu sehen, um wirklich tiefer und tiefer in diese Sache reinzugehen. Wie will ich mein Leben wirklich, wirklich haben? Wenn alles möglich ist, was will ich denn dann? Ja? Und diese Einschränkungen und Überzeugungen abzubauen, das ist halt manchmal ein bisschen, braucht Persistenz, oder? Man muss dranbleiben. Und deswegen habe ich dieses neue Mastermind 2 Monate, 2-mal in der Woche. Man muss natürlich nicht, es gibt für alles Aufzeichnungen, aber ich möchte einen Container schaffen, wo die Frauen, die da dabei sind, tatsächlich 2 Monate lang ihre neue Realität so viel reeller erleben, und sich nicht mehr von äußeren Umständen davon abbringen lassen, das zu erreichen, was sie wollen. Weil das ist immer der größte Bringer, oder? Da kommt plötzlich was, passiert was im Leben und ich nehme es als Rückschluss, dass ich alles falsch mache, anstatt dass ich kapiere, oh, das ist ja jetzt nur noch die Reflexion meiner alten Scheiße. Oh, da ist noch was, oder? Da ist noch was. Da muss ich noch ein bisschen was sauber machen. Da sind noch ein paar Überzeugungen. Die Möhrewelt weiß, wovon ich rede. Das kommt dann immer wieder hoch und dann steht es da wie irgend so ein schrecklicher Tiger, der einen beißen will. Und dann muss man sehen, ho, alles klar, ist kein Tiger, der mich beißen will, sondern hier geht es darum, noch mal mehr Bewusstsein zu kriegen. Was glaube ich denn da wirklich wieder über die Situation? Und die Möhrewelt weiß es auch, das ist harzig, oder? Gehst wieder rein, denkst, wow, alle lieben mich in meiner Facebook-Gruppe, mega cool, volles, geiles Feedback, alle finden es super. Und nachher kommt ein Feedback und ein Feedback sagt, was bist denn du für eine Pflaume? Was denkst du, wer du bist? Also es war jetzt nicht so krass, ich mache es jetzt einfach mal krasser, oder? Und dann machst du schon wieder. Oder? Ja, genau so. Es muss gar nicht kommen. Ich denke mir selber. Und dann kommt es. Ja, genau. Zuerst denke ich selber. Habe ich es gut gesagt? Haben es alle verstanden?
und so weiter und so fort. Ne? Und dann hast du diese Realität, die du aus deinen eigenen Befürchtungen wieder kreiert hast, und dann da wieder rauszukommen. Und das ist eben die Geschichte, die man üben darf mit anderen und für andere, um dann halt nachher zu sagen, ja, verdammt, ich habe alles kreiert. Die Scheiße habe ich kreiert, alles klar. Und das Tolle habe ich aber jetzt auch kreiert. Und damit kriege ich mir mehr und mehr und mehr und mehr. Und das können wir alle. Und ich möchte alle dazu einladen, es ist wirklich ein super, super cooler Preis. Ich habe ja für ihr alle, die ihr hier dabei seid, wenn ihr dabei sein wollt, ich mache euch auch noch den Kundinnenpreis, auch wenn manche noch nicht Kundinnen sind. Heute wart ihr meine Kundinnen. Ihr dürft den Kundinnenpreis haben. Und ich sage euch, ich kann euch eins versprechen, wenn ihr diese 3 Monate in dieser Art und Weise da dran bleibt, wird sich euer Leben so verändern, dass du denkst, mein Gott, dieses Investment, das war ja wirklich alles 100.000-fach wert. Weil wir können uns alles kreieren, es kommt alles wieder zurück. Ursula, stimmt's oder nicht? Hast du dir Geld kreiert ohne Ende? Ohne Ende noch nicht, aber schon Wahnsinn, ja. Du hast ja schon ein bisschen bei mir investiert. Hast du es wieder zurückbekommen? Ja. Noch nicht in der Form, wie ich es will, aber ich habe es bekommen, auf jeden Fall. Also du bist nicht im Minus, oder? Nee. Glaubst du, du hättest das Geld kreiert, wenn du nicht immer in dem Coaching gewesen wärst, vor allem in dem Divine Mind? Ja, hätte ich nicht. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, Leute. Deswegen mache ich es auch nicht mehr so billig in Zukunft, weil ihr kreiert euch eh alles die Kohle wieder zurück. Und ich kreiere mir meine Kohle auch immer zurück und in den Coachings, in denen ich war. Aber meine zukünftige Vision ist eben, ich möchte kein Geld mehr für Coachings ausgeben bei Leuten, die nicht bei mir im Coaching waren. Ich möchte von Leuten gecoacht werden, die mich so coachen, wie ich sie coache. Weil es hat mich immer angekotzt, dass ich alles so gut coache und mich verdammt nochmal keiner so gut weitercoacht und ich das immer selber machen will. Und jetzt will ich Leute haben, die mich auch weitercoachen können, wenn sie mit mir in dem gleichen Mindset sind. Das ist mein Ding. Ich will meine eigenen Coaches für mich haben, dass sie mich weitercoachen und nicht irgendwie Geld kaufen, Geld ausgeben für Coaches, wo ich nie diesen Effekt habe, wie wenn ich mich selber coache. Aber wenn ich mich selber coache, ist es fucking mühsam. Es ist super mühsam. Ich brauche manchmal Tage, um mir auf die Schliche zu kommen. Tage, wo ich dann denke, Mann, hey, ist ja sonnenklar, aber wieso hast du es nicht kapiert? Ja, weil da halt vor lauter Wald die Bäume nicht gesehen habe. Und das ist meine große Vision. Ich will deswegen Master of Divine Creation coachen, dass die andere und auch mich coachen können, dass ich meinen Coaches das Geld zahlen kann, damit sie meine Scheiße mir wegcoachen, die ich hier oben noch in meiner Birne habe. Und nicht irgendwie, was weiß ich, immer auf der Suche bin und dann investiere und dann irgendwie denke, wieso kriege ich nie das, was ich gebe? Und jetzt will ich anders haben. Und jetzt kreiere ich mir das so, dass mich mit meinem Mindset die Leute auch unterstützen können, die ich dazu gebracht habe, sich selber und andere zu unterstützen. Weil es hört ja nie auf, oder? Es hört nie auf. Es ist immer wieder schön, geführt oder ins nächste Level begleitet zu werden, in das nächste, sag ich mal, Ziel. Weil ich werde wahrscheinlich Ziele in meinem Leben erreichen. Ich werde Seinszustände erreichen. Ich werde Lebensabschnitte erreichen in meinem Leben noch, von denen ich mir jetzt noch nicht mal ein Bild machen kann. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Weil von da, wo ich gekommen bin und da, wo ich jetzt bin, das ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Und was da jetzt noch alles möglich ist, oder? Das muss ich mir halt immer wieder erarbeiten, weil was wir uns nicht vorstellen können, wird nicht passieren.
Und wenn wir uns nicht vorstellen können, zu leben, keine Ahnung, wie eine Königin behandelt zu werden, hofiert, geliebt zu werden von unserem Partner, wenn wir uns das nicht vorstellen können, dann wird es nicht stattfinden. Ja? Ja, aber das kann man nicht verlangen. Kann man nicht verlangen, dass ich kann ja nicht verlangen von einem, dass er jeden Tag zu mir sagt, ich liebe dich. Warum nicht? Wenn ich den kreiere und ich sage, du bist einer, der es geil findet, mir jeden Tag zweimal zu sagen, ich liebe dich, dann ist es so. Macht ja nichts. Stört den ja nicht. Ich kreiere den ja dazu, dass er das toll findet, das zu tun. Aber wenn ich das nicht in meinem Kopf habe und denke, das wäre es denn nicht schön, wenn ich jeden Tag zweimal ich liebe dich höre von meinem Partner, dann wird es nicht passieren. Aber wenn ich sage, das will ich und ich will auch, dass er das will, na super, dann habe ich mir schon wieder was Tolles kreiert. Das sind nur so kleine Beispiele, ja, weil die kann jeder so ein bisschen verstehen. Und ich glaube nicht, dass hier jetzt irgendeine, die jetzt dabei oder zuschaut, sagen würde, naja, finde ich scheiße, wenn er zweimal am Tag zu mir sagt, ich liebe dich. Warum? Das will ja eigentlich gerne jeder hören, oder? Also kreiere ich mir das. Ich bin halt eine, zu der sagt man gerne zweimal am Tag, ich liebe dich. Ich kann auch sein, zu der eine sein, zu der man das nicht sagt. Aber ich finde es jetzt schöner, eine zu sein, zu der man das sagt. Und ich finde es auch schön, eine zu sein, die jetzt hier so einen tollen Morgen mit euch verbracht hat und die Gunst der Stunde genutzt hat, zu inspirieren und euch zu zeigen. Und finde ich jetzt auch toll. Also mache ich es wieder, oder? Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Habt ihr gesehen, mein T-Shirt? Mhm. Aloha auf die Alps. Sehr cool. Alles, was man so braucht. Das ist bei uns ein Geschäft. Die lieben Hawaii, leben aber auch hier und haben sich jetzt das kreiert. Mega schön. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir auch schreiben. Direct Messages, wenn ihr Fragen zum Programm habt, könnt ihr mir auch schreiben. Es steht allerdings auch alles auf meiner Homepage. Und wir sind unendliche Wesen. Wir können alles haben, was wir wollen. Und wir können so viel mehr haben, als wir uns überhaupt erlauben vorzustellen. Und wir dürfen uns jeden Tag erlauben, ein bisschen mehr vorzustellen. Und es ist nicht gierig übrigens, sondern wenn alles eh da ist, kann es ja nicht gierig sein, wenn ich es mir kreiere. Ja? Es kann auch nicht maßlos sein, weil ich kreiere es ja. Ich nehme es keinem weg, sondern ich kreiere es, ich erschaffe es. Es entsteht durch mich. Wenn ich nicht da wäre, würde es nicht entstehen. Also kann ich das Geilste und das Tollste entstehen lassen. Diesen Mindset brauche ich. Dann lege ich die ganzen Limits langsam ab und sage, wow, das geht noch. Wow, ich mache noch was Geileres. Ich mache noch was Tolleres. Ja? Und so machen wir das auch im Coaching aus uns gegenseitig. Wow, wie kann ich noch was Tolleres aus der Myri-Welt machen? Wow, ich mache jetzt nochmal. Ich mache die geilste Version für mich aus der Myri-Welt. Und dann irgendwie tut sich das hoch. Verbessert sich das immer. Und dann findet sie sich besser und dann finden die andere sie auch besser und dann findet sie sich noch besser. Und irgendwann ist sie eine andere. So schaut's aus. Bei uns allen. Ja. Also ich muss auch sagen, ich finde es ja so, so toll, wie das alles funktioniert und ich habe ja auch schon so, so viel gelernt und trotzdem merke ich dann wieder manchmal, wie man sich dann so in einzelnen kleinen Bereichen so festhakt und völlig wieder ja, ins Alte fällt, obwohl man ja schon so viel gelernt hat. Und trotzdem in einzelnen Dingen sieht man es nicht und ist völlig gebremst, verzweifelt und was auch immer. Und dann hilft es wirklich, wenn man jemanden hat, der sagt, ja, da funktioniert es ja auch in dem Bereich. Nicht nur da, sondern auch so wie jetzt mit meinem Ding, mit meiner Zeit. Ne? Also klar.
Deswegen musst du unbedingt in den Master of Divine Creation kommen, ja, weil du da zweimal in der Woche deine Scheiße auspoliert bekommst. Ja. Und weil du dann irgendwann mal ein Sauberkeitslevel, sage ich mal, hast, wo du halt dann regelmäßig selber putzt und nachher eben genau mit diesem Mindset, während du andere Leute wieder begleitest, selber wieder das Feedback kriegst. Also meine Idee ist eben deswegen auch dieser Ripple-Effekt, dass ich nie wieder will, dass einer, der ein gewisses Level erreicht hat in meinen Coachings, dass der irgendwie jetzt wieder nach Hause geht. Ja, sondern was der sagen kann, ja, Patricia, ich will dir helfen, in dein Coaching-Team einzutreten und wir coachen, wir helfen noch anderen Leuten. Und das ist eben diese große Vision, die ich dieses Jahr gestartet habe, weil ich gesehen habe, das darf nicht aufhören. Das darf niemals aufhören. Und wenn ich bereit bin, für andere Leute diese Hilfestellung zu leisten, dann helfe ich mir jedes Mal selber wieder. Und wenn das ein Teil von meinem Lifestyle ist, dass ich das tue, und wenn es nur nebenberuflich ist und ab und zu mal, dann mache ich mir so eine große Freude, während ich anderen helfe. Das ist ja das Tolle an der ganzen Geschichte. Ich helfe, die Welt zu verändern, weil ich den Leuten helfe, ihr Selbstbild, ihr Weltbild zu verändern, so dass es für sie toll ist. Und ich wüsste nicht, was ich lieber täte, auch wenn ich jetzt noch Künstlerin bin nebendran und Musikerin und was auch sonst noch. Aber letztendlich, zu dem, was wir eigentlich am Anfang gespürt haben, letztendlich wollen wir doch alle, dass jeder so happy ist mit dem, was er ist und was er hat und was er hier lebt. Und wenn wir mit einen Beitrag leisten können, durch unser Vorbild sein, unser Sprechen, unser Wirken, dann hat das Power. Dann haben wir wirklich, wirklich Power. Und ich sag's euch, meine Vision ist riesig, weil ich hab's satt. Ich hab's satt, dass Menschen nicht ihr Potenzial leben, dass Menschen meinen, sie müssen sich verstecken, dass Menschen meinen, sie sind nicht gut genug, dass Menschen meinen, irgendwas ist an ihnen falsch, weil es so in uns eingetrichtert worden ist. Ich habe es satt. Ich will, dass jeder weiß, dass er richtig perfekt, wunderbar und schön ist, weil es halt so ist. Weil es halt so ist. Es ist ja so, oder? Es ist einfach so. Und deswegen zeigt euch alle, die ihr hört, kommuniziert, zeigt euch, sprecht in dieser Gruppe, nutzt diese Gruppe. Es gibt so viel Support. Supportet euch gegenseitig, auch in der Gruppe. Und wenn dann nachher die Coaches ready sind, dann kann man die in einzelnen Single-Sessions buchen. Und das wird so geil. Ich freue mich riesig auf diese Vision. Und ihr werdet sehen, ich kreiere es, ob ihr dabei seid oder nicht. Also ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönsten Sonntag. Vergesst nicht, es ist die beste Zeit in unserem Leben. Es ist jetzt die beste Zeit in unserem Leben. Und es ist immer jetzt. Immer jetzt. Also, tschüssi. Dankeschön. Tschüss, danke dir. Tschüss, danke. Ciao.